Salvete! Das Kivoli, das Kivoli, das hat ziemlich gut gepasst gerade. Der Moritz ist wieder dabei. Wir drehen noch eine Folge. Ich habe gerade getwittert, über was wir reden sollen. Wir werden das jetzt mega spontan machen. Das heißt, wirklich das erste Thema, das kommt, über das reden wir. Oh mein Gott. Ich starte die Zeit. Zwei Sekunden schon, wir müssen uns beeilen. Eure Freundschaft. Oh. Oh, darüber kann ich gar nichts sagen, weil wir sind ja keine Freunde. Nee. Soll ich anfangen? Ja, fangen wir an. Also, wir fangen an, weil wie alles begann. Ja, wie alles begann, was eine große Frage ist immer. In AskFM bekomme ich, glaube ich, am Tag 5 Fragen davon. Und zwar durchgehend, wie unsere Freundschaft begonnen hat. Ganz kurz, das wird jetzt sehr oft auch gepostet. Also, irgendwie jetzt alle schreiben, schreibt über eure Freundschaft, eure Erfahrungen mit YouTube, eure Freundschaft. Also? Okay, also wir haben uns kennengelernt auf einem Fest. Was war das? Sommerfest, glaube ich. Das Sommerfest, ja. Sommerfest. Und er hatte da, ich glaube, warst du fest gebucht? Nee, es war ein Instant. Eigentlich war es der Marc, der Krieger, ne? Ja. Der hat nämlich, also der kommt ja ursprünglich aus dem Ort. Ja. Und der hat dann gesagt, ey Tobi, in der Pause, weil da war, die Band war echt mega schlecht. Ja. Das war irgend so eine... Elvis-Abklatsch. Echt? Ich dachte, es war irgendwie so Finger im Po nach Mexiko. Nee, es war so... Elvis. Also es waren so alle Menschen, die gedacht haben, sie machen einen auf Elvis. Und die waren so schlecht und hat der Marc gemeint so, hey Tobi, geh mal auf die Bühne und Beatbox mal. Okay. Ich war draußen und hab so gedacht, die ganze Zeit so scheiß Musik, weißt du. Und wir sind so rausgegangen, auf einmal höre ich so voll der Beat. Denk so, was ist denn das? Haben die jetzt so Party da angemacht und bin so reingegangen. Ist ja auf einmal so ein Typ da auf der Bühne stehen, der halt so Beatbox. Und ich dachte mir... Das war nämlich am Anfang von meinem YouTube-Kanal. Ich hatte ein Video online, das Hall of Fame. War voll stolz auf meine 10.000 Klicks und 1.000 Abonnenten oder so. Und dachte ich mir, komm, mit dem kannst du bestimmt musikalisch irgendwas machen. Da habe ich abgewartet, bis Tobi fertig war. Er ging dann runter und ich dann gleich hinterher. Du hast ja noch deine Justin Bieber-Frisur. Genau, Justin Bieber-Frisur. Ja. Ich aber auch, oder? Nee. Also du hast die runter gehabt, dann sagt aber schon kurz. Ah, okay. Und ja, habe ihn dann angesprochen, irgendwie so, hey, ja, nicht so irgendwie cooler Auftritt, wie heißt du, sondern, yo, ich bin YouTuber, hast du Bock was zu machen? Ganz ehrlich, im ersten Moment dachte ich so, was ist das eigentlich für ein Spasti? Ich konnte dich null leiden am Anfang, weil du kamst, da weißt ich war, ich hatte gerade einen Auftritt, hab gedacht, jetzt, er sagt wenigstens was zu meinem Auftritt oder irgendwas, keine Ahnung, coole Leistung, er kommt gleich so. Holt sein Handy raus und zeigt mir seine Stats von YouTube, so von wegen, guck mal da, das sind meine Klicks, so, hast du Bock was zu machen? Und ich stand da so, weißt du, meine damalige Freundin stand auch da so von außen so, hä, was ist das jetzt? Ja, aber ich war schon ein bisschen eingeschüchtert, weil zum einen warst du größer wie ich, ja. Größer als ich, sorry. Da war ich noch klein, ich bin seit dem Jahr ist nochmal gewachsen. Ach, da hast du Julia dabei? Nee, da war ich bei anderen Bekannten. Ah ja, ja, auf jeden Fall dachte ich am Anfang so, was ist das für einer? Und haben wir da Nummern ausgetauscht? Ja? Jo, also wir haben dann, ne, Facebook habe ich ihn dann geaddet und dann haben wir halt geschrieben irgendwie. Und irgendwie war da dann auch Pause kurz, Sendepause oder ich glaube, also wir haben dann nicht mehr so viel geschrieben. Nicht mehr so viel und dann kam es mir dann irgendwann, was war's? Mit einem Intro oder so. War es das? Nee, das war das. Wo ich ein Intro gebraucht habe? Entweder, oder war es Design? Auf jeden Fall kamst du, das erste Mal, dass du zu mir kamst, da war der Noah noch dabei. Wir haben doch das Video da gedreht, oder? War das erste? Nee. Ah, stimmt. Ich war mit Noah in Kaiserslautern in der Stadt und hab gedacht, wir hatten schulfrei. Wer wohnt hier jetzt in der Gegend? Und dann warst du online. Ich hab dich angeschrieben. Du hast gemeint, Fräulein Chaos kommt noch. Ah, genau, ja. Und da war die Sina war noch da, genau. Und dann haben wir uns alle getroffen irgendwie. Und dann haben wir später dann noch hier was gedreht gehabt. Und da hatten wir noch einen Döner gegessen. Dann haben wir noch und wir hatten mega Mundgulli und kamen dann so zu von den Chaos, der Michael und der Marcel war noch da. Und wir hatten so gestunken. Ja. Hatten wir uns da nicht vorher schon irgendwie gut gekannt? Nee. Ich weiß, du kamst zu mir und du warst zum ersten Mal bei mir und wir haben erstmal YouTube gedreht. Ja. Der Reaktionstag war das. Ja, das war unser erstes Video. Da haben wir uns eigentlich noch gar nicht richtig gekannt. Wir haben uns einfach nur gesagt, wir müssen. Es war irgendwie so ein Gefühl, man muss sich kennen, weil der einzige YouTuber ist, der hier so in der ungefähr. Umgebung. Also so eigentlich, wenn du auf Mars bist, von Menschen umgeben, die halt nicht das machen, was du machst, also wie Aliens jetzt, sag ich mal, dich versteht keiner. Wenn du YouTuber bist, wo uns im Dorf, versteht dich eh keiner. Ja, und ist so. Du findest dann einen Menschen, den du eigentlich gar nicht kennst, aber gehst gleich so hin,
Hey, yo! Aber ich denke, das wie Deutsch, wie Deutsch im Urlaub. Genau, oder ihr könnt das auch gut nachvollziehen, sag ich mal, wenn man zum Beispiel ein Zuschauer von jemand ist. Ist ja auch so, wenn ich jetzt jemanden treffe, der von demselben zum Beispiel ein Fan ist. T-Shirt anhat oder so. Ja, zum Beispiel. Wenn jetzt, ich schaue jetzt zum Beispiel den Alfie vom Pointless Blog mega gerne und sehe jemanden, der sein T-Shirt anhat, er hat kein T-Shirt, aber er hätte eins, dann würde ich sofort zum Hingehen und sagen, hey, alles cool. Und so war es bei uns auch. Wie bei einem Fan-Treffen zum Beispiel, das verstehen sie auch gleich alle. Ja, das ist wie so eine große Familie. Und dann haben wir das gedreht und dann haben wir das, hat er das hochgeladen, ich habe noch ein Intro irgendwie für meinen Kanal. Genau. Das war aber echt nach der ersten Begegnung schon mindestens 2 Monate vergangen. Ja, so. Ja. Aber ich hab echt nicht das Gefühl, dass du fremd bist, ne? Wenn ich jetzt dran denke, du warst zum ersten Mal, wir hatten gar nicht geredet eigentlich zwischendrin. Es war du kamst echt zu mir und wir waren sofort so, hat es irgendwie sofort geklappt. Es war aber echt so, dass du mir vorher noch ein Intro gemacht hast, aber da war ich nicht bei dir, sondern du hast mir das einfach geschickt. Das kann sein, ja. Da hatte ich mich, glaube ich, gefragt in der Gruppe, wer das machen kann, da hast du dich gemeldet. Mhm. Da habe ich gedacht, hey, den kenne ich doch. Und dann habe ich irgendwann gefragt, ja, haben wir das gedreht? Und dann war es irgendwie, habe ich echt fast jeden Tag abgehangen hier, ne? Ja, ja. Da habe ich gedacht, komm, mit dem kannst du auch öfter was drehen. Und dann haben wir uns dann irgendwann nicht nur noch über das Drehen unterhalten. Ich weiß noch, irgendwann habe ich mich selbst erwischt, als wir da saßen. Und wir haben nichts gemacht. Ja. Du warst einfach da, wir haben geredet und irgendwann bist du gegangen. Und ich so, wir haben halt gar nichts Produktives gemacht. Und dann ist mir eigentlich erst klar geworden, ey, ich glaube, ich bin mit dem befreundet. Ja. Weil vorher war das so, es war mir so geschäftlich. Ja, es war echt nur so über die Basis YouTube. Ja. Und dann hat man auch irgendwann gemerkt, dass man eigentlich jetzt jemanden hat, der halt auch in dieser Schiene ist mit YouTube, mit dem du darüber reden kannst, wo du halt dann, wenn du mit anderen irgendwie redest, boah, ich muss noch ein Video machen oder so. Die verstehen das nicht. Die verstehen das nicht. Das ist echt so. Oder wenn du oder sagst, Alter, ich habe jetzt heute 100 Abos gekriegt oder so, die sagen so, ja, schön für dich. Und keine Ahnung. Ja, wir können das ja halt dann gegenseitig nachvollziehen. Widerspruch, wo du gesagt hast. Genau. Du bist der mir zuhört, wenn andere den Kopf schütteln oder so, keine Ahnung. Genau. Aber das geht auch darüber hinaus dann. Irgendwann habe ich dann begriffen, ich kann mit dir nicht nur über YouTube reden, sondern halt auch über dann normale Dinge. So. Ja. Und das war halt so, wo ich dann gemerkt habe, so, ey, mit dem bist du echt auf einer Wellenlänge. Und das ist, ich finde, wenn wir das jetzt mal so auf Freundschaft runter reduzieren können, finde ich das mega cool, dass wir befreundet wurden, ohne dass wir es eigentlich wollten. Ja, das, irgendwie schon. Das war so ein bisschen wie Fall in Love, ne? Ja. Oder, warte mal, bei Schicksal ist ein mieser Verräter. Das kenne ich nicht, habe ich noch nicht geguckt. Aber da gibt es ja eine Szene, wo sie sagt, ich verliebte mich in ihn, wie in den Schlaf zu fallen. Also jetzt nicht mit Liebe bei dir, sondern mit Freundschaft. Ich befreundete mich mit ihm. Ohne es zu merken. Am Anfang schleichend und dann auf einmal. Weißt du, das ist so ein Prozess, den kriegst du nicht mit. Und auf einmal, das hatte ich auch noch nicht. Ja, das ist so, ja. Aber ich finde, das ist fast bei allem im Leben so, dass du, wenn du jetzt zurückblickst, denkst du, was war ich vor einem Jahr für ein Spasti? Aber wenn du Tag für Tag lebst, merkst du nicht, dass du dich änderst, dass irgendwas passiert. Ist echt so. So war das auch bei der Freundin. Wenn ich jetzt zurückblicke, klar, wir waren dann echt befreundet, aber in dem Moment begreifst du das nicht und auf einmal bist du drin. So. Ja. Das klingt, als wäre irgendwie drogensüchtig. So. Aber bist du drin im Strudel und kommst immer raus. Aber was halt auch ich so schätze an der Freundschaft ist, was ich auch noch, sag ich mal, ja, wir haben schon ziemlich lange geredet, aber wenn du jetzt zum Beispiel von früher den Freundschaften aus der Schule, da ist es echt so, wenn du dann 2 Wochen was mit jemandem nicht gemacht hast, ne, du vergisst den. Ist echt so. Und jetzt merke ich, wenn du halt jetzt zum Beispiel auch die wahren Freunde hast, jetzt zum Beispiel dich als besten Freund, so, mit dem ich jetzt auch so viel feiern gehe, ne? Ja. Und dann habe ich auch noch zum Beispiel Alex, mein Gitarrist, mit dem ich ganz viel Konzerte spiele und so, mit dem ich jetzt nicht so viel rumgehe, Party machen oder sowas, ne? Wenn ich mit dem irgendwie ein halbes Jahr, wenn er mit Jupiter Jones auf Tour ist und ich sehe den ein halbes Jahr nicht und ich treffe ihn, dann ist es wie, als ob wir gar nicht irgendwie weg. Und das ist bei dir auch so. Wenn wir haben es jetzt 2 Wochen, warst du jetzt nicht da? 2 Wochen nicht gesehen und dann geht es aber gleich weiter, weißt du, dann hat man wieder mehr zu, dann ist es eigentlich besser, wenn man mehr zu erzählen hat, aber man hat eigentlich immer was zu erzählen. Ja. Und das merkt man bei den echten Freunden, noch ganz kurz, wir müssen jetzt langsam das machen, aber ich hatte das nämlich mal genau das Gegenteil bei jemandem. Den hatte ich jahrelang nicht gesehen und ich hatte eigentlich so viel zu erzählen. Nee. Und es war ja so unausklar, jo, bei dir, okay, tschüss. Da habe ich richtig gemerkt, okay, mit dem bist du einfach, mit dem warst du nie wirklich befreundet, so. Und bei dir ist so, nach 2 Wochen sprudelst du erstmal aus dem Haus. Echt so. Ja. Ich bin auch vorhin jetzt erstmal gekommen, habe mich so aufs Bett gesetzt. Und dann ist es, wenn ich mich bei anderen Freunden aufs Bett setze, holt jeder so sein Handy raus. Ja. Und
der guckt dich schon böse an, weil du irgendwie deine Instagram-Sachen aktualisierst. Das ist auch so, dann kann man hier einfach mal Instagram aktualisieren und dass man schräg angeguckt wird bei Tobi. Weil ich mach das dann auch. Weil er das auch macht. Und dann guckt ihr da kurz mal aufs Handy für 2 Minuten und dann sprudelt es raus. Also, yo, das ist neu, das ist neu und das ist halt cool. Man updates sich schon. So, alles klar. Das ist jetzt schon ziemlich lang. Ja, wir haben aber jetzt ist, denke ich, das ist jetzt so ein Link, den kann man jetzt bei Ask.fm immer und dir die Frage stellen. Genau. Wie hat eure Freundschaft begonnen? Link. Jetzt haben wir das mal geklärt, ein für alle Mal. Das ist unsere Freundschaft. So, genau. Ansonsten schauen wir bei seinem Kanal vorbei. Ich glaube aber, dass ihr ihn ja kennt, vermutlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Genau. Ansonsten müssen wir ein abschließendes Wort sagen. Können wir das Forever-Zeichen mal machen? Das Forever-Zeichen. Ah, guck mal, haben wir vorhin bei Tumblr gesehen und gedacht, das machen wir gleich danach. Okay. Alles klar, dann haut rein, bis dann. Ciao.